Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Ich kam gerade vom Sport. Ein bisschen platt bin ich. Aber ist mir natürlich nicht zu schade hier, um das fertig zu spielen und euch zu zeigen. Da bin ich immer für euch da. Wisst ihr ja. Für alle neuen Zuschauer gerne ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt einfach weiter hier vorbeischauen. Immer in die Titel, Strategie, Aufbau, alles da. So, ich warte darauf, dass die fertig wird, weil wir haben dann Prunk. Ja, jetzt wird es geliefert. Dann wird die Kirche fertiggestellt. Dann steigt der Prunkwert hier. Und dann können wir weitere Gegenstände, weitere Gebäude freischalten. Oh! Ich sehe gerade, dass der Brunnen auch im Bau ist. Und die beiden letzten Gebäude, glaube ich, die hier fertiggestellt werden müssen. Dann haben wir alles. So, mal kurz gucken. Also noch nicht angekommen. Oh, da wird schon ein Werkzeug geliefert. Das ist da. Dann brauchen wir noch eins von Willibald. Willibald. Willibald meine ich. Unser Willibald. Willi. Willi kommt. Das müsste Willi sein. Ja. Oh ja, sehr cool. Hat das sich jetzt ausgewirkt? Nein. Okay, wir haben noch keinen weiteren Punkt dazu gekriegt dadurch? Wirklich nicht? Auf 17. Ich weiß nicht, ob es steigt. Vielleicht steigt es. 9,7 bringt uns die hier. Und die bringt uns 7. 9,7 plus 7 sind um die 16. Ja, das kommt hin. Das kommt hin. Mit 16,7. Das steigt nicht. Das heißt, wir müssten die sogar noch stärker editieren. Bringen Steingräber was? Nee, Prunk. Durch einen kleinen Turm zum Beispiel. Aber das ist der Kirchturm, das wäre Quatsch. Machen wir mal was Spezielles. Und hier drüben, die habe ich ja eigentlich schon aufs Maximum hochgezogen, oder? So, damit sollten wir vielleicht dann wenigstens die nächsten Stufen freischalten können. Auf jeden Fall, ja. Kostet das doch alles recht viel, tatsächlich, bis wir hier mal was freischalten können. Ich meine, schaut euch das an. Man braucht hier unten 50 Prunk. Das ist nicht nur eine Kirche. Und hier, ja, mit der Burg wäre es anderweitig möglich sogar.
So sind alle Jobs vergeben. Gibt gerade nichts. Nix an neuen Jobs. Ja, so ein Brunnen ist nicht schlecht. Bringt der denn was? An Prunk oder so? Nee. Steine sind schon fast alle da, Bretter halt noch nicht. Dabei haben wir genug davon. Und hier bauen sie ein weiteres Wohnhaus. Wie sieht es denn mit den Bäumen aus? Alles klar, die Mauer ist freigelegt hier. Und hier unten halt noch nicht. Weil hier unten nicht unsere Holzfäller nah genug dran sind. Das heißt, wir müssen einmal dafür sorgen, dass die hier einmal aufhören. Und dann gehen die hier hin und machen das auch frei. Wir wollen es hier realistisch halten. Schon kräftig gebaut. Ich hoffe natürlich darauf, dass wir so ein bisschen was dadurch kriegen. Priester muss ich nicht ernennen. Das geht auch noch nicht. Das war fälschlicherweise in einer alten Version der Fall, dass das ging. Im Moment ist es noch nicht notwendig. Oh, die ist aber fehlerhaft. Weil ich sie auch nicht drehen kann. Ah, so kann ich die drehen. Ich verstehe. Alles klar. Entschuldigt, ich nehme es zurück. Mal gespannt. Aber erstmal müssen natürlich andere Gebäude fertiggestellt werden. So wie das Ding hier. Noch fünf. Werden da fünf Werkzeuge geliefert? Nein. Da? Nein. Noch fünf Werkzeuge bitte. Gucken, ob sich jetzt hier oben was tut. Wir sind bei 17. Reicht nicht ganz. Aber durch die Updates des anderen Kirchengebäudes sollte das dann klappen. Noch 30 Bretter und 15 Werkzeug für die große Kirche. Okay, und hier unten. Drei. Alter Schwede.
Alter Schwede, 341 Steine. Die haben wir gerade gar nicht. Die müssen erstmal produziert werden durch unsere Steinhauer. Aber ich denke, den Wert werden wir schon bald schaffen. Breche ich jetzt ab hier oben. Ah, egal, geht nicht. Je weiter Baustellen weg sind, dauert das natürlich auch immer länger. Wie viel Korn ist denn eingelagert? Schauen wir das uns mal hier an. 50. Da kann man sogar über eine neue Windmühle nachdenken. Und über eine zweite Bäckerei. Mal gucken, ob das hilft. Ein bisschen mehr Brot können wir ruhig mal haben. So, und jetzt werden Bäume natürlich in Massen gefällt. Einem Dorfbewohner fehlt Platz für sein Haus. Das ist doof. Oh, nee, nein, ist nicht, auch nicht fair natürlich. Wir müssen den Markt hier vergrößern. Da kommen noch 5 Werkzeuge, dann ist sie fertig und dann steigt unsere Kirche empor und wir haben mehr Freischaltmöglichkeiten. Cool wäre, wenn die sich noch bewegen würde. Oh ja, oh ja. Oh, Gott würde es zu schätzen wissen, wenn ihr ein Denkmal für seine Pracht bauen würdet. Ich werde diesem nachkommen. Wie denn? Hier eigentlich was dazugekommen oder hier? Baut eine normale Kirche, keine Dorfkirche. Ah ja. Die ist schon so riesig. Dann hauen wir die hier mitten in den Wald, oder? Oder hier und wir verlegen die Mauer. Ja, ich baue die hier.
So, jetzt schauen wir doch mal, wie wir das so hinkriegen. Hauptgebäude. So. Und Glas. Ein Wasserspeier. Ein kleiner Gargoyle. Ah, die Farbgebung. Blau finde ich schön. Teuer. So, wir entsenden Truppen. Und die neue Kirche ist im Bau, die Werte sind ein bisschen zu doll hier für Prunk, finde ich, weil man baut hier im Grunde schon eine Stadtkirche, die ist nicht sehr groß. Um an diese Prunkwerte zu kommen, ist das ein bisschen heftig. Aber okay, wir werden in der nächsten Folge dann hoffentlich sehen, wie wir dieses Gebäude anfangen und auch die Brücke. Die schon so ein bisschen im Bau ist. Wo ist sie denn da? Auch gespannt. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.